Moin Leute, willkommen zu den Woche 4 Challenges. In Woche 4 müssen wir Ringe sammeln, mal wieder, genauso wie in der letzten Woche, diesmal aber in Pleasant Park. Und in Pleasant Park sind die 4 Ringe eigentlich ganz lustig aufgeteilt, und zwar finden wir die an den Seilbahnen. Die allerersten beiden Ringe finden wir hier an der Seilbahn, genau an der Stelle, die ich hier für euch markiert habe. Hier ist der erste Ring, und wenn wir diesen Ring einsammeln, können wir eigentlich direkt auf die Seilbahn hier hochgehen, einmal nach oben fahren, oder man macht es halt umgekehrt, je nachdem, wie ihr Bock habt. Und da finden wir schon den zweiten Ring hier auf diesem Windrad sozusagen. Dann haben wir schon mal 2 Stück gefunden. So, das ist der zweite Ring. Den dritten Ring finden wir eigentlich genau gegenüberliegend auf der anderen Seite. Dafür fahre ich mal hier auf die andere Seite. Eigentlich kann man sich so hier so eine Route ausdenken. Das heißt, man fängt da hinten zum Beispiel an, fährt hier hoch und dann fährt man einfach alle Seilbahnen ab. Und dann sollte man alle Ringe gesammelt haben. Und wenn es euch zu nervig ist mit anderen Spielern, also hier ist Ring Nummer 2, dann macht es auf jeden Fall in Bot-Runden, also in Bot-Lobbys ist es am allereinfachsten. Ring Nummer 3 war das, genau. Da ist es am allereinfachsten. Ich verlinke euch mal oben bei der, beim Info-Button mal das Video, wo ich das Ganze gezeigt habe, wie es mit den Bot-Runden funktioniert. Aber ganz simpel gesagt ist es, ihr braucht einen Level 1-Account, mit dem ihr dann zum Beispiel im Duo oder im Squad zusammenspielt. Aber dieser Level 1-Account, hier ist Ring Nummer 4, der darf nicht leveln. Also das werde ich immer wieder gefragt. Ihr dürft mit diesem Level 1-Account auf gar keinen Fall irgendwie hochleveln oder XP farmen. Das heißt, ihr müsst immer wieder rausgehen, damit der Level 1 bleibt. Dann könnt ihr ihn immer wieder benutzen und müsst euch keinen neuen Account erstellen, weil ansonsten funktioniert das nicht mehr, sobald der Level 2 wird und hochlevelt. Aber hier sind jetzt alle 4 Ringe. Sozusagen, ihr könnt egal welcher Richtung anfangen, also ihr müsst sozusagen hier hinkommen. Das ist sozusagen das Finale, also je nachdem, wo ihr anfangt. Und habt ihr alle 4 Ringe gesammelt und dann habt ihr die Challenge sozusagen erledigt. Das war's mit der Ringe-Challenge, mit dem schwebenden Ring. Wenn es euch gefallen hat oder hilfreich war, gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo würde mich sehr freuen. Und wenn mich supporten möchtet, gerne im Item-Shop mit dem Creator-Code Oleg, den müsst ihr alle 14 Tage neu eintragen. Dankeschön an jeden Einzelnen, der mich hierbei unterstützt. Die XP-Coins werden wir nachher auch sammeln, also wenn ihr da mitmachen möchtet, gerne im Discord vorbeischauen. Dort suchen wir jeden Donnerstag zusammen die ganzen XP-Coins und dann mache ich euch diese eine Liste fertig, die ich dann im Community-Beitrag poste. Dankeschön fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!